So, wir haben hier einen Opel Corsa. In Feuerwehrrot. Und zwar hat der an Kilometern gelaufen 100, knapp 5000. Ja, der Opel ist Baujahr 2010, also 12 Jahre alt. Und ja, wir gucken uns den mal von unten an. Er soll nämlich einen Unterbodenschutz kriegen. Der war schon mal hier gewesen, das hatte ich mir schon mal angeguckt. Also die Vorderachse, meine ich mich erinnern, da ist schon ein bisschen was im Argen. Naja, sehen wir gleich. Also, los geht's. So, da schwebt der Opel Corsa in der Luft. Und dann schauen wir mal, was uns erwartet. Aus dem Stoßdämpfer, in der Hinterachse. Ja. Was zu erwarten war, ne? Ja. Hier geht's. Ja, hier an dem Halter. Das springt dann schön auf die Karosserie über. Den werde ich abschrauben und dann richtig runter versiegeln. Ja, ansonsten Unterboden selber, da ist ja eigentlich nichts. Die Dinger, wenn wir gerade gucken, die werden von hier rausgeschraubt. Ja, die muss ich lösen. Da muss ich nochmal, drüben hat es geklappt, bin nicht weit genug weg, aber hier muss ich nochmal runterlassen, muss nochmal ein bisschen rüber, dass ich da auch rankomme. Ja, die Verbreiterung, der Auspuff ist rostig, sehr rostig. Ja, hier ist er schon mal abgedichtet worden. Ja. Kein Unterfahrschutz. Ja, hier halt, ne? Vorderachse. Des Grauens. Ja, das war aber zu erwarten. Ne? Das ist ja hier überall. Also die Vorderachse wird die Hauptarbeit sein, mitten entrosten. Hier, guck mal, da wachsen ja sogar Eiskristalle. So. Ja, das ist normal. Gut, okay, dann schauen wir mal. Ich werde mal anfangen, den zu zerlegen. Und dann nadel ich schon mal vor, morgen kommt dann das Trockeneis, da wird morgen das Trockeneis gestrahlt. Ja, und dann gucken wir mal, was aus dem, was wir aus dem zaubern können. Ne? So, jetzt habe ich mal die Rathausschalen rausgenommen. Das allgemein übliche, der Dreck hier, ne? Ist klar. So ist es verschmutzt, aber jetzt noch nicht frostet oder rostig. Das ist das übliche Bild, Stoßdämpfer ist klar. Ich habe schon mal die ABS-Sensoren, aber die werde ich nicht rausnehmen, weil die sind festgekammelt und kann sein, dass ich die nur zerstöre. Aber hier sieht man halt auch schon schön an der Vorderachse, dass da sehr viel Rost ist. Hier auch, dasselbe Spiel. Schmutz, Rost, Rost. Sonst okay, nur halt dreckig. Aber das kriegen wir mit dem Trockeneis super sauber. Ja, dann sieht er wieder aus wie neu von unten. Ja, hinten im Prinzip dasselbe. Ich meine, hier ist nicht viel Schmutz. Aber auch das ist, wie gesagt, leicht rauszunehmen. Karosseriemäßig ist er echt noch gut beieinander. Ja, hier, das müssen wir dann alles schön abkleben. So, und hier auch. Aber wie gesagt, das ist alles klar. Hier ist halt auch schon ein bisschen was an der Karosserie. Ansonsten Schmutz. Hier ein bisschen was. Und halt die Achsen. Ne? Ja. Mal angefangen zu nadeln. Man sieht im Prinzip schon ganz deutlich den Unterschied. Ne? Hier ist es halt noch dran. Ich werde auch gleich noch mal eine Sequenz machen, wo man das Nadeln sieht. Aber was man hier halt schön noch sieht, ist, wie das losgeht. Also hier, wo diese Stanzungen sind, da fängt das an zu rosten. Auch hier an den Schweißnähten fängt das an zu rosten. Und hier an den Rändern fängt das an zu rosten. Und das wandert dann vorwärts, ne? Das wandert dann hier rein. Hier ist es noch nicht weiter vorgedrungen, also das würde dann mit der Zeit immer weitergehen hier überall. Und dann auch diese, ja, diesen, wie soll ich sagen, Blätterteig dann hier, wie wir hier haben. Ne? Und ja, hier sieht man schön, wie das aussieht, wenn es rostig ist. Und hier sieht man schön, wie das aussieht, wenn es genadelt ist. Ne? Also das ist im Prinzip genau dieselbe Stelle. Die hat auch so ausgesehen, das ist die eine Seite.
und hier ist die andere Seite, dieses offenporige, hat man auch schon sehr oft gezeigt, wird auch noch nachgestrahlt, also ich nadel ja jetzt hier im Prinzip vor, wobei hier das ja ist so porös und so, ja, wie soll ich sagen, alles so knastrig dran, das nadelt sich schon alles wunderbar ab. Ich gehe dann trotzdem noch mit der Eisstrahlmaschine drüber. Da fliegt dann auch hier diese restlichen von so einer komischen Beschichtung, das fliegt dann auch mit alles weg. Ja, und das ist dann alles schön sauber. Hier auch dann so der Kram, wo diese Hitzeschutzbleche dran waren. Ne? Das hier ist praktisch dann, das ist der Schalthebel. Der wird praktisch dann mit dem Hitzeschutzblech verrückterweise hier mit festgemacht. Aber das ist gut, da kommen wir hier unten schön dran, können das schön versiegeln. Und ja, hier sieht man auch, da sind die Schrauben zum Teil ein bisschen rostig. Hier auch, es ist ein bisschen was an der Karosserie. Aber das ist alles nicht so schlimm. Das hier, das mache ich noch ab, hatte ich schon gesagt gehabt. Dann wird die Hinterachse auch noch so genadelt. Ja, jetzt mache ich das mal. Jetzt nehme ich mal einen Nadler, dass man das auch hier auf dem Video sieht. So. Also, jetzt wird leise gemacht, Ohren zu halten. Ja, sieht man schon, wie dann das Metall durchkommt. Ne? Also kein ein Unterschied schon zu vorher. Ja, hier auch nochmal. Ja, macht sich ein bisschen schwierig mit einer Hand, zumal das auch noch meine verletzte Hand ist. Ja, also ich nadel jetzt mal hier weiter. Mal gucken, wie weit ich dann heute komme. Hier tropft es immer noch ab. Noch relativ feucht und dann schauen wir es uns mal an. Ja, die Arbeitsschritte, die lasse ich jetzt halt in doppelter Geschwindigkeit mal durchlaufen. Und man sieht jetzt gleich, bei der Achse rechts ist es genadelt und mit Eis gestrahlt und links ist es nur genadelt. Und das Eisstrahlen muss noch sein. Also man sieht schon ganz deutlich, dass da wirklich kaum noch was am Rost ist.
So, ich bin jetzt den Opel am Einpacken. Der ist jetzt soweit genadelt und eisgestrahlt. Der ist schön sauber geworden. Auch so dieser Knaster, der da drauf hing, ist größtenteils weg. Wo er nicht weg ist, ist er richtig fest drauf. Und dann lasse ich ihn auch. Hier habe ich schon mal ein bisschen vorgeprimert. Das habe ich gestern Abend gemacht, um zu gucken, wie jetzt hier zum Beispiel, dass da was durchkommt. Hier auch. Und da wäre ich sowieso jetzt nochmal, ich muss sowieso noch hier das alles primern. Sieht man ja, das ist alles noch nicht gemacht. Und dann wird er sowieso, wie gesagt, dann wird er geprimert. Nachdem ich den jetzt abgedeckt habe, hier überall, davon habe ich schon ein bisschen was gemacht. Und ja, und dann wird er, wie gesagt, geprimert. Dann die Hohlräume gemacht. Ach, da müssen wir noch reingucken in die Hohlräume, fällt mir gerade ein. Und ja, dann gucken wir mal, wie weit wir heute kommen. Ich wollte ihn eigentlich schon morgen fertig kriegen, aber ich denke mal, das wird auch morgen. Weil es ist zwar kalt, aber ich habe hier die große Heizkanone. Die lasse ich dann wieder laufen. Jetzt ein bisschen die Umgebung und guck mal. ja, so sieht es hier aus. Schnee, Winter in Wolken. Ja, naja. Der Opel Corsa, ich habe Feuerwehrrot in Ferrari-Rot natürlich geprimert. Er sieht schon ganz gut aus, das lassen wir jetzt schön trocknen. Dann wird der Motor noch abgedeckt. Das hatte ich bis jetzt nicht gemacht wegen der Wanne hier, der kleinen, dass ich da gut drankomme. Ja, ansonsten ist er geprimert, auch mehr als einmal. Und in den Hohlräumen, da sieht es halt nicht so gut aus. Ne? Hier sieht man sogar schon ein bisschen was. Ja, das ist aber nur in den Achsen. Ich habe die Spitzen, da ist zwar kein Rost, nichts gewesen, aber gerade Spitzen und auch hier an den Schwellern rechts und links, ja, habe ich auch Roststoppreimer vorsorglich dran gemacht. Dann hier hinten die Hinterachse, die war ja jetzt noch nicht so dramatisch. Sah noch ganz gut aus, aber auch die ist geprimert.
entsprechend. Auch diese rostigen Sachen sind jetzt nicht mehr rostig, sondern genadelt, geeist, nochmal genadelt und geprimert. Überall so ein paar kleine Stellen, die da halt gewesen sind. Ja, die sind jetzt gemacht. Ich muss andersrum, sonst blendet das zu sehr. Auch hier die Spitzen, die an den Schwellern, habe ich auch gemacht. Alles vorsorglich, Tankbänder. Hier oben die Ritzen. Ja, und dann auch hier die Federn, Federbeine oben auch. Da ist kein Rost gewesen. Hier war Rost, klar, ein bisschen jetzt diese Schweißpunkte. Da ist was gemacht worden, aber ich gehe da lieber großzügig drüber. Dann ist das auch auf jeden Fall sicher. Da haben wir noch eine kleine Stelle, da werde ich noch mal dran gehen. Hier zum Sprühen. Ja, auch kein Rost, aber das liegt ein bisschen frei. Und da kommt der Primer dran. Ich glaube, hier oben werde ich auch noch ein kleines bisschen drauf machen. Ja, hier an der Seite auf jeden Fall, da sieht man es. Da muss noch was dran. Wie sieht es hier drüben aus? Auch, ja, genau. Ja, das sieht man halt dann, wenn man direkt so dran leuchtet. Ja, und ansonsten sieht er ja schon mal wieder gut aus. Da wird er aber jetzt trocken gelassen. Wir haben es jetzt 4:30. Also mindestens bis 5:30, 6:00 muss der trocknen. Derzeit werde ich ein paar Reifen montieren. Machen wir hier zum Motorradreifen und dann noch die Reifen. Aber gut, Reifenmontage ist, denke ich mal, nicht so interessant. Jetzt weiß man, wie das geht. Ja, und dann morgen Hohlraumschutz, ML vorsprühen und versiegeln. Okay. So, jetzt haben wir den Opel mit ML vorgesprüht. Der glänzt jetzt schon wie eine Speckschwarte. Jetzt wird noch gleich der Motor zugemacht. Und ich wollte den noch ein bisschen offen lassen, damit ich hier wirklich an alles rankomme. Ja, und dann, also die Hohlräume sind vorgesprüht. ML drinne. Erst habe ich das mit der langen Sonde gemacht und dann nochmal mit der Hakendüse. Hier, das habt ihr jetzt auch gesehen, bin ich mit der Hakendüse hier lang gegangen. Und hier ist noch ein kleines bisschen trocken, da muss ich nochmal drauf gehen. Das geht so nicht. Ja, und das ist alles vorgestäubt. Alles bis auf, wie gesagt, das gehe ich nochmal drüber. Und dann wird jetzt erstmal das ein bisschen abgelüftet, abliften lassen. Dann wird das Hohlraummittelpenetrant LT eingeführt oder eingebracht. Und ja, dann wird auch das noch ablüften gelassen und dann kommt das Kombiwachs mit Seilfett.
sehe zu, dass ich den heute fertig kriege. Jetzt durch diese, dadurch, dass ich die Woche alleine bin und die Kälte halt, verzögert sich das alles extrem. Also das ist schon nicht schön. Aber naja, gut, ist wie es ist. Ich kann da jetzt nicht rumjammern. Dadurch wird es nicht besser. Ja, okay. Also dann, weiter geht's. So, die Hohlräume sind jetzt vorgespritzt, oder nicht vorgespritzt, sind befüllt, habt ihr ja gesehen, was drinnen ist, wie es drinnen ist. Das ist alles gut geflutet, das sind 2 Liter rein. Da war die Düse ein bisschen sehr weit offen, beziehungsweise der Druck sehr weit offen, aber das ist nicht schlimm. Das ist, beim Hohlraum ist das nicht dramatisch. Der fließt dann dahin, wo er hin soll, tropft vielleicht ein bisschen was ab, aber das ist nicht schlimm. Ja. Da sieht man schön drinnen, sieht man nicht. Das ist jetzt auch die andere Kamera. So, jetzt sprühen wir das Kombiwachs mit Seilfett. Mit der Airless-Pumpe 1 zu 26, das heißt 1 Bar rein, 26 Bar raus. Habe ich jetzt heute den ganzen Morgen schon aufgeheizt. Wir haben knapp auf 60 Grad. Dann wird das scharf? Ne, wird nicht scharf. Ja, so. Dann will ich auch die Kamera mal wieder hinstellen. Mir meine Maske anziehen. Wohlgemerkt, meine Maske anziehen. So, hier steht sie gut, glaube ich. So, und dann lege ich mal los. Thank you.
So, der Opel Corsa ist fertig eingesprüht, auch mit dem Hartwachs schon. Ansonsten hat er überall das Kombiwachs bekommen. So, jetzt muss ich sehen, dass ich den zusammengebaut kriege. Ich bin so im Zeitverzug, auch wegen dieser Kälte. Das ist schon echt heftig. Ja, guten Morgen. Schnee in Wolken. Ja, ist cool, alles schön. Der Himmel sieht auch gut blau aus, aber minus 10 Grad. Kann man das sehen? Ich glaube ja. Ja, und übrigens bei guter Pflege, ne, wenn man sich den Kilometerstand anguckt, ist schon viel. Ja, dann müssen wir mal gucken, wie wir da weitermachen, weil die Halle ja selber ja, ist eine Kalthalle. Und ich habe zwar die große Heizkanone, aber die schluckt schon ganz schön was. Ja, dann mal gucken, wie wir es da uns ein bisschen warm machen. Oder ich muss nicht warm arbeiten, hilft halt alles nichts. Also dann, los geht's. Tankbänder gemacht. In der Achse. Batterie. Alles schön gemacht. Hier habe ich schon ein bisschen ausgepackt. Also, ja, es glänzt alles noch, ist relativ frisch. Ja, wie gesagt, ich habe schon ausgepackt. Hier habe auch schon die ABS-Sensoren wieder angeschlossen. Ja, das ist gut geworden. Das sieht ganz gut aus. Mal noch mal gucken, ob ich auch wirklich alles erwischt habe. Deswegen ist das Fass auch noch am Blubbern und am Heizen. Dann die Rathausschalen rein und alles andere. Vorher muss ich noch komplett auspacken. Unten liegt schon Zeug. Ja, Opel Corsa. Dann gucken wir uns dann an, wenn er fertig ist. Ja, also bis später. Ja, der Opel Corsa, noch schwebt er in der Luft. Aber er ist zusammengebaut. Und soweit fertig, oder er ist fertig, bis auf die Wagenheberaufnahmen. Die machen wir nachher noch mit dem Dinitrol 4942 Metallic. Ansonsten ist er versiegelt mit dem Kombiwachs, mit Seifett. Und ich denke, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ja, das sieht wirklich jetzt wunderbar aus. Vorne der Achskörper, der war halt sehr rostig. Hinten die Achse, das ging einigermaßen, wobei da auch schon einiges rostig war. Leichte Korrosionsansätze an der Karosserie, aber nichts, wo man sagen muss, hier, da ist nicht mehr was zu retten oder ist nichts mehr zu retten. Im Gegenteil, das Auto ist in einem verhältnismäßig guten Zustand für seine 12 Jahre, die er nun schon hat. Und wird jetzt noch viele, viele, viele Jahre fahren können. Wir gucken das uns jedes Jahr an, wie sich das entwickelt. Ja, dann lasse ich ihn jetzt runter auf die Grube, mache die Wagenheberaufnahmen und dann machen wir ein Schlussvideo. Also dann, bis gleich. Ja, und weil wir ja vollständig arbeiten, ist auch mit dem Film alleine halt ein bisschen problematisch ist, die Nitrol 1000 für die Hohlräume von der Motorhaube, den Türen und der Heckklappe. Das kommt jetzt noch rein und dann machen wir nochmal eine kurze Filmfrequenz, ja, dass wir mal reingucken, ob wir da was sehen oder beziehungsweise was wir dann sehen. Das ist dann praktisch sozusagen das fast letzte, wie gesagt, die Aufnahmen noch von der Hebebühne, das, und dann gucken wir uns komplett an, wie er geworden ist. So, da ist er, fertig. Ganz leicht sieht, ja doch, man sieht's, wie es hier geflossen kommt in den Hohlräumen von Motorhaube und auch den Türen. Und der Heckklappe ist jetzt das Nitrol 1000 drin. Na, hier kommt es gelaufen. Ja, da am vorne auch. Auf beiden Seiten logischerweise.
So, hinten die Klappe, die muss ich drin, aber sonst läuft es rein. Das ist auch drin. Das ist einfach hier rein gesprüht, da kam man schön rechts und links und dann in die Mitte. Ja. So, und dann guckt man uns von unten an. Ich habe, wie gesagt, die Aufnahmen von der Hebebühne habe ich mit Metallic gemacht. Man kann auch hier hochnehmen, deswegen habe ich das auch nochmal mit Metallic übersprüht, weil das wird ja, sehr, sehr widerstandsfähig. Widerstandsfähiger als das Kombivax. Kombivax hat halt die Eigenschaft, dass es halt ja, weicher bleibt. Es ist ein weicher Schutz und das Metallic hier, das härtet halt aus und ist auch nicht durchsichtig, so wie jetzt hier das Kombivax. Aber ich sag mal so, ist er gut geworden. Ja. Sieht gut aus. Ja, das ist der Opel Corsa. Hinten nochmal. Neuer Endschalldämpfer hat er gesponsert bekommen. Den haben wir natürlich auch mit der Alu-Zink-Schicht überzogen. Und mal die Schweißnähte und auch hier die Aufnahmen, die sind halt nicht behandelt. Ne? Da ist halt nichts dran. Aber gut, jetzt ist es so, jetzt passt es. Ja, das war's vom Opel Corsa. Kommen noch die Nummernschilder drauf. Und dann ist er fertig für die Ausfahrt. Eigentlich so ist er ein schönes Auto. Ne? Ne, ist ein schönes Auto. Ja, muss man sagen. Okay, ja, dann danke fürs Zuschauen wieder, fürs Reinklicken, für Abos, für Likes, für Kommentare, auf die ich alle antworten und auch E-Mails beantworte ich. Ich weiß nicht, da wurde in einem Kommentar geschrieben, dass ich nicht auf E-Mails antworte. Ich habe keine E-Mail gefunden, die ich nicht beantwortet habe. Also ich beantworte auf jeden Fall. Und wenn wirklich irgendwie was sein sollte, warum auch immer, ich mich nicht melden sollte, dann ruft einfach durch. Ja, meine Telefonnummer ist auf der Homepage. Bin ich erreichbar. Wenn nicht und ich sehe eine Nummer, rufe ich auch zurück. Das ist alles kein Problem. Wenn er die Festnetznummer anruft, dann geht das auch auf mein Handy. Dann sprecht bitte auf die Mailbox, weil da sehe ich keine Nummer. Da kann ich dann leider nicht zurückrufen. Also wie gesagt, wenn er da anruft, dann und ich gehe nicht dran, weil, weiß ich nicht, entweder habe ich die Kopfhörer auf oder es ist zu laut oder weiß der Geier, irgendwas ist immer oder kann sein. Aber wie gesagt, wenn ich die Nummer sehe, wenn jemand mir auf die Mailbox spricht oder eine E-Mail, beantworte ich auf jeden Fall. Also vielen Dank nochmal und ja, bis bald. Ne?